Also, wir beschäftigen uns jetzt an dieser Stelle mal mit einer Anfrage, die ich von einem unserer Zuschauer bekommen habe. Da wurde ich gefragt, Herr Seidel, wo steht denn der Goldpreis, wenn wir tatsächlich eine Hyperinflation bekommen? Der Anfrager hat mir gesagt, er geht davon aus, dass wir hier eine Hyperinflation bekommen. Ich habe das jetzt nicht hinterfragt, an dieser Stelle, wie er darauf gekommen ist. Es ist jedem seine eigene Meinung. Ich persönlich sehe das hier an dieser Stelle aktuell nicht so, auch wenn wir durchaus ja inflationäre Phasen in Zukunft bekommen können, und zwar deutlich inflationäre Phasen. Das wird sich aber noch zeigen. Es ist noch viel zu früh, hier an irgendeiner Stelle etwas in diese Richtung zu bringen. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Thema, es wurde angefragt und aus dieser Stelle kümmern wir uns selbstverständlich hier sehr, sehr gerne auch um dieses Thema. Das heißt, an dieser Stelle hier natürlich erst einmal der Blick noch in den Risikohinweis, auch hier im zweiten Video, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit blicken wir einfach mal in das Thema rein hier, was wir haben. Das Thema, was hier als Grundfrage im Raum steht, ist ja die Hyperinflation. So, und ich habe jetzt hier einfach mal als Tenor oben drüber in der Überschrift genommen, was passiert denn mit dem Goldpreis? Das heißt, wir gucken auf das Thema Hyperinflation. Ja, der ein oder andere mag das Wort schon mal gehört haben. Bei mir früher in der Bank hat das öfter mal eine Rolle gespielt bei der Portfoliogestaltung, bei den ein oder anderen, gerade bei den älteren Kunden, die doch deutlich näher an diesem Thema auch mit dran waren. Da hatten wir das ein oder andere Gespräch auch darüber. Wir schauen auf die Wirtschaft in solchen Phasen und wir schauen auch auf die Goldpreisentwicklung. Ja, an dieser Stelle möchte ich aber vorab auch schon mal sagen, ich habe echt überhaupt keine Ahnung, wo der Goldpreis stehen wird, falls wir wirklich eine extreme Inflation bekommen. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass wir eine Hyperinflation bekommen. Ja, passieren kann alles, das ist ganz klar, aber ich bin einfach zu sehr Optimist, um hier zu sagen, okay, wir sehen das. Aber nichtsdestotrotz, es ist immer gut zu wissen, wenn man die Historie kennt und, sagen wir mal, sich zumindest einen Plan dafür machen kann, wenn man Indizien bekommt, dass das so sein könnte. Deswegen gucken wir jetzt mal auf das Thema. Was ist denn überhaupt eine Hyperinflation, und was hängt damit zusammen? So, und das ist halt das Thema Inflation, das kennt ja jeder. Die Preise steigen also einfach an und gut ist. Bei der Hyperinflation ist das Ganze aber deutlich übertrieben. Das heißt, wenn man das Thema mal bespricht, es gibt da keine, ich habe zumindest noch keine gehört, keine 100% genaue Definition, wann wir eine Hyperinflation haben. Man geht im Allgemeinen davon aus, so habe ich das gelernt. Eine Hyperinflation haben wir dann, wenn wir massive Teuerungsraten haben von mehr als 50% pro Monat. Ja, da spricht man wirklich von einer Hyperinflation in diesem Bereich. Grund für diese Hyperinflation ist allerdings in keinster Art und Weise das Thema steigende Löhne oder hohe Konsumraten. In dem Moment haben wir das alles nicht. Das ist dort absolut unrelevant. In dem Moment ist relevant, also der Grund für so extrem starke Teuerungsraten ist zumindest in der Historie immer gewesen, dass wir eine extreme Geldausweitung der Staaten hatten, für die Schuldentilgung. Das war der Grund, warum wirklich diese Preise, diese hyperinflationären Geldentwicklung in den Markt reingekommen sind. Das heißt, was wir hier in dem Moment hatten, durch diese, ich sag's mal, brutale Geldmengenausweitung, ist die Geldmenge halt massiv schneller gewachsen als die Summe aller Dienstleistungen und Warenproduktion zusammen. Also das heißt, wenn wir unser Geldsystem anschauen, dem Geld steht ja ein Warenwert gegenüber. Ich weiß, wir haben jetzt wahrscheinlich auch Zuschauer, die sich sagen will, ja, der Euro ist ja sowieso nichts mehr wert, da steht ja kein Wert mehr dahinter. Den Leuten sage ich, in meinen Augen, das ist einfach Schwachsinn, weil wenn ihr einkaufen geht und ihr legt 10 Euro auf den Tisch, ihr kriegt ja was dafür, ja, auch wenn das in den letzten Jahren teurer geworden ist. Aber überlegt mal, wenn ihr sagt, der Euro hat keinen Wert, dann würdet ihr ja für die 10 Euro, die ihr auf den Tisch legt, auch nichts dafür bekommen. Also ein Wert ist schon da. Und in dem Moment, in dem die Summe aller Dienstleistungen und Warenproduktion halt deutlich geringer wachsen, und zwar immens
weniger als die Geldmenge, das bringt dann die oder hat in der Vergangenheit die Situation gebracht, dass die Preise wirklich so exorbitant angestiegen sind. Das heißt, hier an dieser Stelle, dem Geld an sich stehen immer weniger Güter gegenüber, ja, und das bringt dann diesen massiven Geldwertverlust, den wir in hyperinflationären Phasen entsprechend gesehen haben. In Deutschland hatten wir aus der Historie heraus das Ganze in der Weimarer Republik gehabt, und zwar hier um das Jahr 1923. Und in dieser Zeit, da war es halt so gewesen, das Bild vorhin auf dem Teaser hat es ja auch gezeigt, wir kennen da auch Bilder, wo die Leute mit Einkaufswagen beziehungsweise mit Körben angelaufen kam, mit einem Bollerwagen voll mit Geld, um beim Bäcker Brot und Brötchen zu kaufen. Die Bilder sind ja vielen bekannt. Das heißt hier, da gab es auch Lohnanstiege, aber dieser Lohnanstieg, der konnte den Preisen nicht folgen. Also das ist mal so aus der Historie herausgegriffen, wie die Hyperinflation damals entsprechend gewesen ist. Solche Dinge haben wir heutzutage in einigen Ländern auch immer mal wieder. Gott sei Dank allerdings nicht hier bei uns oder in den großen Volkswirtschaften. Und schauen wir bei dem Thema Volkswirtschaft einfach mal auf das Thema auch der Wirtschaft. Was passiert denn mit der Wirtschaft sozusagen, wenn wir hier an dieser Stelle eine so extreme Hyperinflation haben? Weil der ein oder andere, ich nehme auch mal an, der Grund der Frage wird gewesen sein, ob man sich nicht sicher mit Gold gegen irgendwas absichern kann. Was passiert, wenn wir solche Extreme bekommen? Das ist für niemanden schön, für keinen, ja? Selbst diejenigen, die sich sagen, ich habe Gold in meinem Portfolio, mir kann nichts passieren. Selbst für denjenigen wird es wirklich schlimm. Warum? Wenn wir solche Phasen haben, gibt es eine soziale und politische Instabilität. Es gibt einen extremsten Wirtschaftseinbruch. Das will man nicht haben. Da verliert man wirklich alles, Haus und Hof. Es hat einfach nichts mehr Bestand. Es gibt wahnsinnig starke Unternehmenswertverluste. Und man kann ja an dieser Stelle auch sagen, gut, Unternehmen sind ja auch Sachwerte. Die haben ja einen gewissen Wert. Und das ist auch absolut korrekt, ja. Also auch Unternehmen wie zum Beispiel eine Daimler, die gab es ja damals, als die Hyperinflation gewesen ist in Deutschland, die gibt es auch heute immer noch. Die Unternehmen haben das schon überstanden, ja. Aber wenn man mal den Wertverlust anschaut, den man da hat, da konnte man genauso sagen, gut, meine Brot und mein Brötchen konnte ich davon auch nicht mehr bezahlen, weil einfach alles nach unten gecrasht ist. Sie hatten eine extrem hohe Arbeitslosigkeit und eine extreme Armut. Das heißt, das ist etwas, das will einfach keiner erleben. Und das will ich mir auch gar nicht vorstellen. Aber es gehört halt hier genannt, weil das alles mit diesem Thema auch zu tun hat. Von der Seite her ist das am Rande zu bemerken, zu wissen. Und das sollte sich auch mal wirklich jeder vorstellen, der sich dann sagt, wenn die kommt, ist mir egal. Ich spekuliere dann einfach auf den steigenden Goldpreis. Kann jeder machen. Das ist jedem selbst überlassen. Nur bitte denkt auch mal dran an das, was an dieser Stelle am Ende auch noch kommen kann, wenn ihr dann in eurem Depot oder wo auch immer Gold liegen habt. Viel Spaß beim Einkaufen, wird ein bisschen schwierig, wenn der Bäcker nicht wechseln kann. Wir schauen mal auf die Goldpreisentwicklung an sich. Da hatte ich ja gerade gesagt, in den Zeiten, wo wir Inflation haben, sind Sachwerte immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich vor Geldwertschwankungen bzw. Geldwertverlusten zu schützen. In normalen Phasen passiert das ganz normal. Ich hatte es ja gerade auch gesagt, wenn wir wirklich eine Hyperinflation haben, dann funktioniert das mit den meisten Sachwerten nicht. Gold hat allerdings in der Vergangenheit gezeigt, dass der Wert vom Gold diesen Wertverlust des Geldes wirklich auch ausgeglichen hat. Das heißt, Gold ist ein Sachwert. Und ich möchte mal mit einer ganz anderen Sache das Thema, dass der Goldpreis den Kaufkraftverlust ausgleicht, an dieser Stelle mal mit etwas, ja, völlig Banalem vergleichen. Und zwar mit dem VW Golf. Ne? Das ist ja hier unser Volkswagen, den kennt, glaube ich, jeder, der hier zuguckt. Und da habe ich einfach mal geschaut, was hat denn ein VW Golf 1990 Listenpreis, einfache Ausstattung gekostet, umgerechnet in Euro, und was kostet der heute? So, und da sehen wir, der hat 1990 laut Listenpreis 12.000 Euro umgerechnet gekostet, also um die 24.000 Mark ganz knapp. Jetzt kostet aktuell das Modell, wie schon gesagt, in der Basisversion, bitte jetzt hier keine Diskussion anfangen, ja, das stimmt gar nicht und so, reine Basisversion, ich habe wirklich nur die Preise genannt, die VW hier an dieser Stelle auch nimmt. Aktuell kostet dieses Modell 27.000 Euro. Ne? Das heißt, in den 30 Jahren, die hier umgegangen sind,
muss man sozusagen das 2,25-fache für das gleiche Auto, oder es ist ja nicht das gleiche Auto, aber für ein Auto gleicher Gattung, gleicher Standard sozusagen auf den Tisch legen. Technischer Standard, das hat sich ja alles weiterentwickelt, deswegen wird da alles teurer. So, das ist mal das Auto. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wer im Jahr 1990 die Menge an Gold liegen hatte, um sich dieses Auto zu kaufen, ja, der kann sich das Auto heute immer noch kaufen. Damals, im Jahr 1990, hat die Unze Gold über den Daumen hinweg ungefähr 320 Euro gekostet. So, jetzt ungefähr, naja, also ich habe es mal hier hinten drauf geschrieben, wir pendeln immer so ein bisschen, aber ganz grob über den Daumen 1400 Euro. Heißt also, eine Preissteigerung um den Faktor 4,3. Das heißt, wir sehen hier schon, dass die Inflations- oder der Inflationsausgleich durch Gold tatsächlich auch über längere Zeiträume funktioniert. Nun muss man hier an dieser Stelle auch sagen, Gold hat natürlich keine Dividenden, keine Zinsen und so weiter und so fort erwirtschaftet. Aber was wir hier wirklich sehen, ist, dass der Goldpreis gut gestiegen ist und der Wert von dem Gold jetzt auch locker dazu ausreicht, um das Auto, was man sich 1990 hätte leisten können, vom Wert des Goldes auch heute noch leisten kann. Deswegen ist halt Gold ein Sachwert, der durchaus das Potenzial hat, diesen Wertverlust auszugleichen. Aus diesem Grund kommt es auch immer wieder dazu, wenn die Menschen Angst vor Wertverlusten haben, dass wir die Flucht in Gold sehen. Ja? Flucht ist gleich oder Gold ist gleich der sichere Hafen und wir sehen es ja auch an den Märkten, wenn die Indizes stark nach unten gehen, ist es zumindest in der Vergangenheit oft so gewesen, dass der Goldpreis angezogen hat. Aktuell sehen wir das so nicht. Ich hatte da ja letzte Woche ein bisschen was dazu gesagt, wieso das aktuell der Fall sein kann, was einer der Gründe dafür ist, aber langfristig ist das in der Vergangenheit halt immer so gewesen. Das heißt an dieser Stelle Flucht in Gold. Was passiert? Warum steigt da der Goldpreis oben an? Ganz klar, wir haben eine hohe Nachfrage nach einem, sage ich mal, faktisch begrenztem Angebot. Und was passiert dann? Das begünstigt natürlich den Preisanstieg, ja, ganz klar. Aber nicht nur Gold wird in solchen Situationen gesucht, sondern, und das ist bitte jetzt auch die Message, die ihr mit nach Hause nehmen könnt, bitte guckt euch auf den Gold, bitte guckt euch nicht nur den Goldpreis an, sondern schaut euch auch mal den US-Dollar an. Warum? US-Dollar ist die Handelswährung auf unserer Welt und Rohstoffe werden in der Regel in US-Dollar bezahlt. Also Gold wird auch in US-Dollar gehandelt. Und jemand, der Gold kaufen möchte, was passiert im Hintergrund, wenn sie Euro haben? Klar kann man sagen, man kann das Gold auch in Euro kaufen, aber irgendwann muss das Gold mal in Dollar bezahlt werden. Ja? Also bei den Goldproduzenten auch, die lassen sich halt in Dollar bezahlen und deswegen wird das Geld, egal wo es herkommt, in Dollar umgetauscht. Was passiert, wenn man eine Fremdwährung in den US-Dollar umtauscht? Die Nachfrage nach dem US-Dollar steigt, der Wert des Dollars steigt. Das heißt, mit dem ansteigenden Goldpreis ist es sehr oft so, dass der US-Dollar ebenfalls mit ansteigt. Das kann man gut auch zum Traden nutzen. Hier dazu, ja, das passt. Also hier das Ganze mal mit Blick auf den Goldchart. Wir haben jetzt mal, ich habe hier mal von Statista rausgesucht, die Goldpreisentwicklung seit 1900 hier mal rausgezogen. Und wenn man sieht, das ist schon ein ganz schöner Anstieg, den wir hier haben. Und interessant, und da möchte ich gerne nochmal auf die Ursprungsfrage zurückkommen, wo ich gefragt worden bin, was macht denn der Goldpreis, wenn wir tatsächlich eine Hyperinflation sozusagen bekommen? Wo steht der denn da? Und da kann ich heute oder jetzt genau das Gleiche sagen wie vorhin. Ich habe keinen Plan. Ich weiß es einfach nicht. Ich möchte es auch nicht wissen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der deutlich höher steht, ja, in so einer Phase, die ist extrem hoch. Und wir gucken uns jetzt mal den Goldpreis hier bei Statista.de nochmal an. Kurzen Augenblick. Hier muss ich mal kurz auf den Knopf drücken. Kurzen Augenblick, nochmal die Seite zurück. So, also hier der Goldpreis. Jetzt muss ich mal kurz, geh mal weg hier. Okay, da haben wir es. Nein, wartet, keinen Augenblick. Ich mache es nochmal neu. Einmal schließen. So.
Wer sich das mal anschauen möchte, ich poste den Link auch gleich mal noch auf Facebook im Stream beziehungsweise auf dem Go-To-Stream hier an dieser Stelle. So, da ist er, kann jeder mit reingehen. So, jetzt drücke ich hier mal noch auf den Knopf. So, okay. Ach, das ist jetzt nicht schön. Der will mich hier nicht drauflassen. Kurzen Augenblick, ich nehme mal kurz einen anderen Browser. So, vielleicht komme ich da drüber rein. Wir haben hier nämlich, ja, jetzt scheint es zu gehen. Nee, es scheint nicht zu gehen. Details zur Statistik, ich krieg's nicht rein. Schade. Also, was ich an dieser Stelle hier sagen möchte, ist... Nee, sorry, die lassen uns hier gerade nicht rein. Dann muss ich einfach an dieser Stelle kurz mal jeden selbst darauf bringen. Schaut euch mal an, hier unten, so die Preissteigerung, die wir haben. Wenn ihr euch das Ganze anschaut und jemand tatsächlich sagen möchte, was ist denn hier hinten dran entsprechend auch passiert in den entsprechenden Jahren, da gab es schon, wenn man sich dieses Bild anklickt, deutliche Preissteigerungen in diesem Bereich auch drinnen. Ja? Man sieht die Kurve hier relativ flach. Das waren auch die wirtschaftlich wirklich schwierigen Jahre, die wir hier gehabt haben. Aber was wir hier halt sehen, und das ist das Ganze, was ich in diesem Gesamtkonstrukt auch mal noch zeigen möchte, ist, dass wir in Phasen, wo wir doch gute Wirtschaftsentwicklung und auch eine halbwegs vernünftige Inflation hatten, dass da entsprechend der Goldpreis auch sehr, sehr stark mit angestiegen ist. Ne? Als dann die Wirtschaftskrisen kamen, sehen wir auch hier, schaut euch das mal an, wir haben ja hier in 2001 die Dotcom-Blase platzen gehabt, auch da hat man gesehen, Gold war einfach ein sicherer Hafen und Gold wurde extrem stark gesucht und in diesem Bereich startete dann sozusagen der große Anstieg hier damals von einem Goldpreis um, was haben wir hier gehabt, 250, was haben wir Dollar pro Feinunze. Und dann ging es während der gesamten Zeit die Wirtschaftskrise hinweg, beziehungsweise die Dotcom-Blase hindurch, ging es schon nach oben mit angestiegen. Und hier sehen wir dann diesen massiven starken Anstieg hindurch. Wir hatten Zinsphasen, wo die Inflation mit angezogen ist. Da ging das alles auch sehr, sehr stark mit nach oben, alles mit rein. Und dann haben wir aber auch gesehen, hier, als wir diesen Peak oben erreicht hatten, da sind wir, das ist eine Grafik, die hinkt natürlich ein bisschen hinterher, die hört hier 2019 auf, also da sind die aktuellen Zahlen hier noch nicht so mit eingearbeitet, aber wir sehen halt auch hier beispielsweise, dass es auch mal stärker nach unten gehen kann, nämlich immer dann, wenn entweder die Sicherheit nicht mehr gebraucht wird oder aber man Gold einfach liquidieren muss und das ist ja heutzutage auch deutlich einfacher geworden, als das früher der Fall gewesen ist. Früher hatten die Menschen das Gold einfach zu Hause oder irgendwo im Banktresor liegen, heute können wir Gold ja traden. Ja, wir haben hier bei Tickmill ja auch die Möglichkeit, Gold zu traden. Viele kaufen Gold-ETFs und da lässt sich das Gold natürlich viel, viel einfacher und leichter zu Geld machen und das hat deutlich größeren Impact auf die Auswirkungen. Also an dieser Stelle, sorry, dass ich hier nicht reinschauen konnte in die Details zu diesem Chart. Die Website hat es jetzt nicht zugelassen. Ich hätte den Bereich hier gerne mal reingezoomt, aber an dieser Stelle möchte ich einfach sagen, Thema Hyperinflation. Ich habe es nicht auf dem Schirm. Ich hoffe, es kommt gar nicht so weit. Aber wenn es soweit kommen sollte, gibt es vorher auch noch Phasen, wo wir sozusagen auch starke Goldpreisanstiege sehen. Und Gold ist halt nun mal ein sicherer Hafen. Und immer dann, wenn es schwierig wird, wird Gold gesucht. Und das kann man dann als Händler natürlich auch zum Traden für die Aufwärtsseite nutzen. Wo wir stehen, wenn wir extreme Inflationsentwicklung sehen, ich habe einfach keine Ahnung. Wir lassen uns da einfach überraschen, weil der Chart gibt es so momentan gar nicht her. Hier eine vernünftige Planung zu machen. An dieser Stelle danke für die Zeit zum zweiten Teil. Alle, die ja auch von Anfang an schon zugeschaut haben, wünsche ich, ja, danke ich erstmal für die Zuschauer. Ich hoffe, das ein oder andere Interessante war dabei, auch bei den Handelsideen. Ich wünsche einen angenehmen Freitag, einen guten Start ins Wochenende und bis nächste Woche. Research am Sonntag gebe ich natürlich wieder raus. Da einfach bitte auf die Internetseite von Tickmill schauen, beziehungsweise die hier auf Facebook zuschauen. Einfach die Website mal wieder reinklicken und auf die Facebook-Seite von Tickmill schauen. Da stelle ich den Blog natürlich direkt ein und wir hören uns dann am Montag wie gewohnt um 8.30 Uhr im Livestream in die Märkte. Bis dahin allen ein gutes Wochenende. Tschüss.